Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hollow Knight. Grimkind. Symbol eines vollendeten Rituals enthält eine lebendige Flamme, scharlachrote Flamme. Eine lebendige scharlachrote Flamme. Wir haben den Albtraumkönig Grimm besiegt. Gerade eben bin ich damit fertig geworden und Gott, verdammte Scheiße, war der anstrengend. Ah, Gott. So, das war mein Loadout vorhin, aber Jesus fucking Christ, das hat es. Der hat nur mäßig Spaß gemacht, der Boss. Alter. Aber wobei, ich muss jetzt erstmal aufpassen. Ich werde jetzt gleich nochmal in den Boss gehen. So. Das heißt also, ich werde das hier wahrscheinlich als mein Loadout nehmen. Ich glaube nicht, dass ich... Ah, ich könnte das Grimkind ablegen, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut das Neue ist. Es ist halt jetzt... Ne, es hat mehr Flügel, Digga. Ja, halt die Klappe. So, jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen, den Endboss zu besiegen. Gottverdammte Scheiße, tut mir alles weh. Grimkind, der war nicht lustig. Gott. Ja, ist schon gut, ich kann nicht mehr. So. Aber das kriege ich noch hin. So. Der Endboss vom Game. So. Hornet, alte Waifu, was los? Hakana Sagamos. Kleiner Geist, ich bin beeindruckt. Obwohl du das Schicksal dieser Welt auf deinen Schultern trägst, bleibst du dennoch hart. Ich weiß! Ich habe gerade diesen fucking Grimm besiegt. Die Siegel der Träumer zu brechen... Das schien bereits ein Ding der Unmöglichkeit. Doch die Lehre in deiner selbst zu akzeptieren, macht dich zu etwas wahrlich Außergewöhnlichem. So. Ist schon klar. Was hast du zu denken? Kann es Unmögliche erreichen? Sollte es? Naja, Hopes, ne? Hakana Sagamos. Ist schon gut. Gut, dann machen wir hier mal auf. Dann schauen wir mal rein, was der Digge so zu tun hat. Dann gehen wir mal in diese übermannsgroße Jufula. So dann, Grimkind, bleib bei mir. Also die haben es wirklich mit phallischen Symbolen. Wenn es das Bildchen noch ein bisschen... Moment. Okay, sie haben es mit Absicht nicht gemacht. Okay. Okay. Ketten. Okay. Ein Ei. Eine Bank, sehr geil. Gefäß. Wenn auch gebunden, solltest du den Zustand der Welt erfahren. Hollow Nest wird wieder ganz sein. Vollständigkeitsgrad im Inventar erreicht. Sichtbar. Was? Was? Vollständigkeitsgrad im Inventar sichtbar? Oh, was? Wie? Ha! Wie maximal confused. Ach, hier unten, rechts unten. 98% vervollständigt. Okay, das ist schon mal ein guter, ne? Gucken wir, ob wir die restlichen 100% hinkriegen. Und die restlichen 2%. Restlichen 100. Digga, Bro. Er schaut uns an. Ah, okay, ich verstehe. Let's unleash the beast. Come on, Bruder!
Jetzt geht's Rambazamba! Lass Hollownest brennen! Hollow Knight! Alter, bist du langsam gegen Grimm. Alter, bist du fucking langsam gegen Grimm. Du bewegst dich in Zeitlupe, kann das sein? Kannst du mal kurz aufhören, diese Stillframes zu machen? Die sind vollkommen vollkommen nervig. Aha. Neuer Angriff gelernt. Interessant. So, Bro. Little Bro, meine ich. Thanks. We have a job to do. Alter, ist der langsam. Alter, der ist so fucking langsam gegen Grimm. Und dennoch verkacke ich wie so ein Anfänger. Zur Hölle geht er ab? Der wird von dieser Verseuchung in der Luft gehoben wie so eine Puppe. So, come on, Buddy. Das kriegen wir hin. Boah, der Kampf ist in Spannung. Ich kann aufladen während des Kampfes. Was für ein harter Scheiß. Natürlich laufe ich in alle rein, die es geht. Get good! Get good indeed. So, gut, das wusste ich leider schon. Aber gottverdammt war das wichtig. So. Herausfordern. Der wahre Endboss. Ich hau dir in die Fresse. Ich kämpf gegen die Sonne. Vergessene Licht.
Muss ich jetzt den ganzen Kampf nochmal machen? Oder hält Hornet für mich noch fest? Den ganzen Kampf nochmal machen! Ich glaube, es hackt! Thank you.
es sein? Kann das sein? Das war sehr knapp, ich weiß. Meine Brüder, meine Schwestern! Nein, das tut weh! Nein! Dich kriegen wir noch! Yes! Jetzt verrecke in der Dunkelheit! Yeah! So von 1000! Wir beschleppen das Viech zu Tode! Dahin ist dein Licht! And only dark will remain! Stimmt, was ist mit dir jetzt eigentlich los? Die muss überleben, die gibt ein DLC. Ausgeträumt, Errungenschaft freigeschalten. Spiel von Team Cherry. Wir haben es geschafft! Oh, welcher Part ist das? Part 93. Uiuiui, haben wir lang gedauert. Aber wir haben 98%, bevor wir den Endboss gemacht haben. Das heißt, ich vermute mal, wir haben jetzt 100% das Game beendet. Nice. Alter, oh nee. Ich habe am selben Abend den Altraumkönig Grimm gemacht und den Endboss besiegt. Oh, tut mir, meine Arme tun mir weh. Es tut mir physikalisch weh, das Game. Oh. Das ist aber so. Ja, das war so. Oh ja, das Game. Ja, Hollow Knight ist geil. Also, um es in Werners Worten zu formulieren, alles im Allen ein ganz schönes Spiel. Nicht ganz fair, aber fine. Und das stimmt eigentlich ganz so genau. Also, nehmt euch mal jetzt den Endkampf jetzt hier, den Endboss zum... Also wir haben den Hollow Knight, der ja an sich ein relativer Pushover ist. Der ist eigentlich tatsächlich nur eine Cutscene. Noch viel schlimmer, es ist eine Cutscene, in der man scheitern kann. Es ist eine Cutscene mit QTE. Weil ich persönlich fand ihn nicht unbedingt schwierig, den einfach zu besiegen. Weil mein größtes Problem mit dem war, dass ich nicht genug Damage rausgehauen habe pro Sekunde, um den zu überspringen. Und, weil der eigentliche Boss, die Radiance, also das Licht, eigentliche Boss war. Und was war der Endboss, der Endboss? Es waren Plattformpassagen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass das, was das Game am wenigsten gut macht, dass das der Endboss ist. Ah, und hier haben wir auch wieder der Grund, warum Team Cherry wahrscheinlich im zweiten, also im Silksong, tatsächlich Hornet nimmt und Hornet massiv viel mobiler gemacht hat. Also allein schon, sie kann sich an Kanten festhalten. Was für ein fucking geiler Scheiß. Ne? Sie kann sich an Kanten festhalten. Ne? Und ja,
fangen wir damit nicht mehr gerne an. Aber gut, aber alles im Allen, das Spiel, wenn man es wie Dark Souls nimmt, also ja, Dark Souls Vergleich, aber natürlich ist es ein Spiel im Sinne von Dark Souls, also natürlich werde ich es vergleichen. Oder beziehungsweise werde Referenzen dazu. Sag bloß die Credits nicht schon, ich bin noch nicht mal fertig mit Quasseln. Nee, aber der grundessentielle Dark Souls hat für mich persönlich Spaß gemacht. Dankeschön an 2158 Helfer und Kickstarter. Ja, das war ja ein Kickstarter-Game. Also Dark Souls an mich, für mich persönlich Glückwunsch. Gute Arbeit, dass du diese Heldentat vollbracht hast. Du hast durchaus hast durchgehalten und triumphiert. Wir hoffen, du hattest Spaß bei der Welt von Hollow Knight. Bald wieder werden wir uns wieder über den Weg gehen. Team Cherry. Na? Drücke eine beliebige Taste, um fortzufahren. Nee, ich drücke jetzt keine beliebige Taste, weil ich noch nicht fertig bin mit Quatschen. So, und zwar, alles im Allen. Dark Souls hat mir persönlich nur dann Spaß gemacht, wenn du den Combat rausgenommen hast, weil der Combat scheiße langweilig war. Weil du hast im Grunde genommen einen Combat gehabt, der in sich nicht besonders vergebens war. Also der hat nicht viel vergeben. Und wenn wir jetzt hier mal so die 2,5 Stunden, die ich an dem Albtraumkönig Grimm versetzt habe, ja. Das Schlimme an dem Combat-System ist, du kannst es zwar lernen, aber im groben Ganzen, wenn du Behavior-Trees machst, du machst da irgendwo eine random Komponente rein, kotzt das alles an. Ja, und das hat den Grimm angekotzt. Und daher halte ich das Combat-System wie bei Dark Souls für scheiße langweilig und uncool, aber an sich schon spaßig. Man kann darin seinen Spaß haben, wenn man sich halt einfach ein bisschen damit anfreundet. Aber grundsätzlich nicht der Grund, warum ich das Spiel spielen würde. Das Spiel spiele ich, weil es fucking Spaß macht, diese Welt zu erkunden. Na, weil hier steht es auch, die Welt von Hollow Knight. Das ist eine super geile Welt. Und wenn Silksong nur 10% davon wird, ist das immer noch fucking geil. Na? Und das ist halt eben der Punkt dabei. Ich liebe Welten zu erkunden. Ich sehe es positiv, wenn Exploration, also der Grund, also der Wille, etwas zu entdecken, was ja einer der grundlegenden Game Design Philosophien ist, warum Leute spielen, der Drang zu entdecken. Es gibt zwar natürlich auch den Punkt der Challenge, aber ich fand diese Challenges immer etwas langweilig, weil im Endeffekt immer irgendwo das auf RNGs runter sich bricht. Ja, auf jeden Fall, diese Exploration, wenn die etwas, wie soll man sagen, wenn es etwas kostet zu erkunden, wenn du nicht einfach nur unter eine Treppe guckst und da liegt Geld, oh, nice, ne? Das ist nicht unbedingt der Grund, was ich will nicht unter eine Treppe gucken, nur um danach Klump zu finden, sondern ich will etwas sehen, was es wert ist zu sehen. Und Hollow Knight hat so viele Plätze, die allein so geil sind, dass die wie viel Arbeit das war, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ja diese Unity-Szenen gesehen und ich weiß ja selber, wie man mit Unity arbeitet. Das ist einfach nur Arbeit. Dass die das großrangig zu dritt und zu viert oder irgendwas in der Richtung war, das hinbekommen. Ihr habt es gesehen, wie kurz die Credits sind. Das ist kein Team. Das ist keine Teamgröße von wirklich. Ja, es hat einen guten Grund gehabt, warum das Spiel so lange gebraucht hat zu entwickeln. Und Silksong ist auch nicht viel weniger Zeit verbraucht. Braucht auch nicht viel weniger Zeit. So. Hollow Knight hat super geil und viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt. Und ich bitte euch. Ich weiß, es ist immer ganz doof, das zu Ende vom Let's Play zu sagen, aber kauft euch das Game. Wenn ihr es hierhin geschaut habt und nicht spielen wolltet, aber ihr dennoch 93 Parts geguckt habt, solltet ihr das Game tatsächlich kaufen. Allein schon aus der Tatsache heraus, dass, ja, was soll man sagen, es gehört sich halt einfach so, dass gute Sachen belohnt werden. Und sagen wir mal so, ja, es ist einfach gut. Irgendwann wollt ihr es hier mal selber spielen, wenn ihr mein Let's Play vergessen habt. Und sagen wir mal so, Silksong ist auch nicht weit. Und Silksong werden wir garantiert auf diesem Channel irgendwann bringen. Aber ich weiß nicht, ob ich es direkt zum Release mache, weil ich habe ja ein Leben, ne? Ich muss ja auch immer irgendwie gucken, wie ich das mache. Ich bin ja kein Vollzeit-Let's Player, ne? Also, schauen wir uns das erste Mal an. Beliebige Taste drücken. Was kommt jetzt eigentlich noch? Kommt jetzt das Main-Menü? Spielabschluss. Prozent 98%. 2%! Ah gut, das waren die paar... 53 Stunden 28, ja. Von diesen 53 Stunden waren die letzten 3,5 Stunden war ich nur mit der Radiance beschäftigt und mit dem fucking Grimm. Nein, stimmt nicht ganz, das sind mehr. Es sind 5 Stunden. Ich kann es 5 Stunden abziehen, nur wegen diesen 2 Bossen. Ah. Aber ja, es hat Mörder viel Spaß gemacht und ja. Was haben wir hier? Freigeschaltet. Kein Schatten. Keine Wiederbelebung. Tod ist permanent. Die ultimative Herausforderung. Du kannst vergessen, dass ich da eine Herausforderung mache.
Ah. Herausforderungen sind nur für Combat interessant. Na gut, aber es gibt ja Leute, die tatsächlich dieses DLC, ja, das hier, gekauft haben, um wegen der Herausforderungswillen. Ja, ich habe es bis jetzt nicht gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ne? Ich vermute mal ganz stark, dass es irgendwo in den königlichen Wasserwegen irgendwo Zugang ist. Da gab es ja diesen komischen Tresor. Ne? Aber ja, Grimm war mir schon genug und Grimm hatte wenigstens lustig, war wenigstens lustig, aber ich wollte jetzt nicht nur irgendwelche Combat-Geschichten machen. Kann das sein, dass der Background war? Das ist vor, ich glaube, der war vorher nicht schwarz. Egal, machen sie immer wieder in die Spiele. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht, zuzuschauen, wie es bei mir zum Spielen war. Gut, wenn man jetzt mal diese unangenehmen Combat-Geschichten mal absieht, aber ja, jetzt muss ich irgendwie herausfinden, wie ich die nächsten 5 bis 7 Parts oder 5 bis 7 Folgen irgendwas anderes noch reinquetsche. Das werde ich aber heute nicht mehr schaffen. Heute ist 22 Uhr, schlag mich tot. Es ist gleich wie. Es ist gleich Montag! Zifix, ich hab. Ah, egal. Auf jeden Fall. Nächstes Mal nicht morgen früh ausschlafen. Ich muss nicht sofort in die Uni. Auf jeden Fall. Es war super geil. Es hat so viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Projekt dabei seid. Vergiss nicht, es gibt eine Wahl. Ich habe noch keine Ahnung. Also zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich noch keine Ahnung, was ich zur Auswahl stelle. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Projekt. Egal was es ist, ich hoffe, wir sehen uns zu Silksong wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es machen werden. Aber wie gesagt, ja. Bleibt da, lasst ein Sub da, falls für die Leute, die tatsächlich jetzt noch hier zugucken. Egal, wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für die Gott.